Hallo, hallo und seid mir ganz herzlich gegrüßt zurück bei Let's Play Kingdoms of Amalur. Ja, nicht wundern, dass da unten diese Leiste mal eingeblendet wird am Anfang einer Folge. Das liegt daran, weil ich den Startknopf von Fraps, also den Aufnahmeknopf, halt irgendwo auf der Tastatur liegen habe. Und deswegen wird das dann da unten immer eingeblendet. So, jetzt haben wir uns hier in der letzten Folge unglaublich schick gemacht mit unserer Rüstung. Ich hoffe, das ist alles richtig, was ich getan habe, denn ja, ich kann mal wieder nicht abwarten, eure Kommentare und so weiter. Ich nehme jetzt nochmal eine Folge auf, bevor ich überhaupt die Kommentare zur Folge 2 gesehen habe. Ist ganz, ganz schlimm, aber das Spiel macht auch so ein bisschen süchtig, muss ich sagen. So, und jetzt rede ich mal mit dem Typen hier, denn der hat offensichtlich eine Aufgabe für uns. Oder aber wir können die Aufgabe abgeben. Der Gedanke ist mir gerade gekommen, dass vielleicht Ausrufezeichen bedeutet, wir können die abgeben und Fragezeichen, wir haben eine neue Quest. Und vielleicht können wir ja jetzt endlich mal der armen Frau da unten helfen. So. Die Zugehörigkeit zu einem Volk ist mir gleichgültig. Es ist immer tragisch, wenn jemand derart angefallen wird. Seht euch die arme Kreatur nur an. Sie wurde fast totgeprügelt. Die Feien mögen seltsam sein, aber so etwas haben sie mit Sicherheit nicht verdient. Okay, wir können jetzt offensichtlich erstmal hier so ein bisschen was anderes machen, bevor wir wirklich bei der Aufgabe weitermachen. Und deswegen gehe ich jetzt mal wieder alles schön chronologisch durch und frag mal nach den Tuata. Ich weiß nicht, was die Tuata so weit vom Krieg entfernt wollen könnten. Es muss jedoch etwas sein, was für ihre Interessen von entscheidender Bedeutung ist. Aber sie sind eine teuflische Brut und ich bedauere jeden, der ihnen in diesen düsteren Wäldern über den Weg läuft. Das ist übrigens eine ganz tolle Perspektive. So, was könnt ihr mir denn über die Rote Legion sagen? Ich habe im Kristallkrieg und auch zu Hause schon viele Banditenclans gesehen. Aber diese Kerle sind anders. Sie mögen ihre Opfer schwach und blutig. Die Rote Legion ist nun schon seit mehreren Wochen hier in der Gegend aktiv. Unsere Leute haben Angst, sich nach Einbruch der Dunkelheit nach draußen zu wagen. Okay, das klingt nicht wirklich gut. Und über den Kristallkrieg, was könnt ihr mir da sagen? Unser Schicksal liegt in den Händen einiger weniger Auserwählter, die im Osten kämpfen. In Gorhard selbst bekommt man von dem Krieg nichts mit. Wir liegen meilenweit vom Rauch und von den Schreien entfernt. Der hat auch blaue Zähne. Also entweder euch geht's allen nicht gut oder irgendwie ist meine Grafikkarte nicht mehr die beste. Also das heißt, meine ist ja hier der PC von meinem Mann. So, so kaum sitze ich dran, alles geschrottet. Der Hof des Sommers. Darüber möchte ich gerne was erfahren. Guck doch nicht so, Kleiner. Du kleiner Duzi-Duzi. Der als Hof des Sommers bekannte Stamm besteht aus friedlichen Feien. Sie werden von einem König angeführt, der, verborgen vor den Augen Sterblicher, in einer weit entfernten Stadt regiert. Das ist alles, was ich weiß. Kaum mehr als Gerüchte und Geschichten aus meiner Kindheit. Ich wollte gerade sagen, das hört sich eher alles so ein bisschen nach Märchen an, als nach wirklich wahrer Geschichte. Ja, und was ist eigentlich mit euch? Erzähl mir doch mal was über euch. Ich bin der Dorfvogt von Gorhard. Und zwar ein ziemlich erbärmlicher. Ich kam erst vor einem halben Jahr aus dem Krieg zurück und bin seit nicht einmal 2 Monaten Dorfvogt. Und schon habe ich eine verletzte Feier auf meiner Türschwelle. Ich bin eine Schande. Oh nee, ey, bist du etwa so ein Typ, der hier irgendwie in Selbstmitleid versinkt? Sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Und was ist mit dem Ort hier? Was könnt ihr mir darüber sagen? Wir bewahren einen brüchigen Frieden mit dem Hof des Sommers, der jedoch täglich auf die Probe gestellt wird. Ich liege nachts wach und mache mir Gedanken, welche Katastrophe mich wohl am nächsten Morgen erwartet. Aber wir sind eine Gemeinschaft guter Leute. Natürlich gibt es auch unter uns Eigenbrötler, aber wir arbeiten hart und führen ein friedvolles Leben. Etwas Besseres kann man dieser Tage einfach nicht tun. Ja, auch wieder eine tolle Perspektive. Kann das sein, dass Schei so ein bisschen irgendwie mich interessiert, dass alles gar nicht so einen Blick irgendwie drauf hat? Naja, egal. Ja, jetzt weiß ich nicht, hier über die Feien mal ein bisschen was oder über die da auf dem Boden liegt. Ich habe einen Großteil meines Lebens im Umgang mit ihnen verbracht, aber sie sind nicht wie wir. Nicht in ihrem Innersten. Sie wissen nicht, was es heißt, ein Mann zu sein und seinen Schweiß zu vergießen, um seine Familie zu ernähren. Gorhard ist zu einer Art Zuflucht für all jene Siedler geworden, die ein Leben frei von den Feien führen wollen. Aber ich glaube nicht, dass es von Dauer sein wird. Nicht mit dem Krieg, nicht bei all diesen Veränderungen.
Okay. Also so ganz habe ich noch nicht verstanden, was diese Feien sind. Die sind ja angeblich unsterblich, ne? Aber die da auf dem Boden, die hat ja offensichtlich Schmerzen. Wobei unsterblich heißt ja nicht, dass man nicht unbedingt schmerzlos ist, ne? Naja, egal. Wir fragen jetzt mal, was ist hier eigentlich passiert? Sie wurde anscheinend mit irgendeiner kurzen Klinge angegriffen. Wahrscheinlich mit einem Dolch, obwohl ich das unmöglich mit Sicherheit sagen kann. Die Leute standen einfach daneben, als sie um Hilfe gerufen hat. Keiner hat einen Finger gerührt. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist eine Schande, jemand anderen so zu behandeln, auch wenn er zu den Feien gehört. Ich weiß nicht, ob unser Können ausreicht, um so eine Wunde zu behandeln. Ich weiß offen gestanden nicht mal, ob mir das bei einem Sterblichen gelänge. Okay, also ich war das nicht mit dem Dolch, das möchte ich mal jetzt erstmal ganz, ganz stark betonen. Und ja, leider kann ich das glauben, dass die Leute einem nicht helfen, denn sowas hört man ja auch tatsächlich im echten Leben. Leider Gott, das ist öfter. Wer hat das Mädchen angegriffen? Ich möchte helfen. Nein, danke. Ich frage erstmal, wer das Mädchen angegriffen hat, in der Hoffnung, dass ich dann noch sagen kann, ich möchte helfen. Das ist schwer zu sagen. Wir wurden tagelang von der Roten Legion heimgesucht, aber die greift die Feien normalerweise nicht an. Sie bevorzugt sterbliche Opfer. Falls ihr es noch nicht wisst, in den Wäldern im Westen wurden Tuatha gesichtet. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Allerdings eine unwahrscheinliche. Okay, naja, ich möchte auf jeden Fall helfen. Nun, da seid ihr die Einzige. Nach all den Problemen, mit denen wir hier zu kämpfen hatten, haben die Leute keine Kraft mehr und ignorieren lieber alles. Ich möchte einen Vorschlag machen, der etwas ungewöhnlich ist. Es gibt da eine Feie namens Eri. Sie verbringt ihre Tage auf dem Hügel über dem Dorf. Bittet um ihre Hilfe. Ich würde es ja selbst machen, aber ich bin ein Feigling. So einfach ist das. Vielleicht weiß eine Feie, wie man eine Feie heilt. Falls nicht, stehen wir wieder am Anfang. Du bist echt eine feige Sau. Warum gehst du da jetzt nicht hin? Ich meine, du predigst hier die ganze Zeit von wegen, man soll denen helfen und egal, was das für eine Rasse ist, egal welches Volk. Und dann auf einmal bist du zu feige. Also du bist mir echt ein bisschen sehr merkwürdig, Kollege. Naja, wo finde ich denn diese Eri? Sie verbringt ihre Tage auf dem Hügel über dem Dorf. Sie glaubt, wir sind uns ihrer Anwesenheit nicht bewusst, aber das sind wir sehr wohl. Adi. Ich hoffe, ihr bleibt ein wenig im Dorf. Ja, werde ich machen. Nee, jetzt hat der ein Fragezeichen über dem Kopf. Okay, das verwirrt mich alles ein bisschen, weil ich das eigentlich anders gewohnt bin, dass halt Fragezeichen bedeutet von wegen, der hat eine Aufgabe. Wie heißt die Aufgabe? Mist, jetzt wurde die nicht mehr eingeblendet. War das hier Brücken bauen? Ah ja, mit Eri der Feie sprechen. Eine Feienmaid wurde angegriffen und ringt mit dem Tod. Der Dorfvogt von Gorhard, Hörg-Atwold oder wie auch immer, hofft sie zu retten, doch er weiß nicht, wie er ihre Wunden am besten behandeln soll. Er schlug vor, dass ich mit Eri spreche, einer Feie, die das Dorf von oben beobachtet. Also jetzt kann ich sagen, ich möchte das als aktive Quest festlegen, dann wird sie mir hier wahrscheinlich im Radar oben rechts angezeigt, ne? Nehme ich einfach mal an. Ich Schlingel. So, können wir nochmal mit ihm reden? Jede Hilfe ist mehr als willkommen. Es geht dir nicht besonders gut. Und dennoch bist du zu feige, selber zu gehen. Okay, also. Dann auf bald. Ja, auf bald. Mit ihr selber kann ich leider überhaupt nicht reden. Ich kann gar nicht mit ihr interagieren, was ich ziemlich schade finde. Aber gut, die muss jetzt trotzdem noch ein bisschen abwarten, denn ich möchte mich hier erstmal noch ein bisschen weiter umgucken. Hier waren wir auch in der letzten Folge drinne, aber wir haben nur verkauft, und nicht wirklich uns weiter um das ganze andere Zeug gekümmert. Das werden wir jetzt natürlich nachholen. Ich kann das gar nicht plündern. Oh. Taschendiebstahl und Diebstähle gelten als Verbrechen. Begehst du Verbrechen an bestimmten Charakteren, werden Wachen auftauchen, um dich aufzuhalten. Das weiß ich, ich dachte, ich konnte das beim letzten Mal nicht machen, weil das Inventar voll war. Die unter roten Augen angezeigte Prozentzahl gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass du ertappt wirst, wenn du versuchst, die einzelnen Gegenstände zu stehlen. Sei vorsichtig. 99%. Ja, ich glaube, ich sollte das lassen, ne? Was wahrscheinlich daran liegt, dass die Frau da hinten steht. Das wusste ich ja gar nicht, dass es sowas hier auch gibt. Das ist ja, ja, wie bei Fable, da war das ja auch so. Tretet ein! Ja, ich bin schon eingetreten, danke. Cooles Bild hier. Das gab es ja bei Fable halt auch, aber ja, da wurden wir auch das ein oder andere Mal erwischt. Ach, und hier ist das jetzt auch so, ja, dass ich dann erwischt werden könnte, theoretisch.
Okay, dann lassen wir das mal lieber bleiben. Tretet ein. Ja, ich bin doch schon eingetreten. Mann. Ja, was benötigt ihr? Ich würde gerne mal einkaufen. Und zwar habe ich mir gedacht, vielleicht hast du ja ein bisschen Konsumgut für mich. Ich mache hier erstmal wieder... Ach, das sind meine ganzen verkauften Gegenstände. Das ist ja cool. Okay, ich hätte nämlich gern 7200 Gold kostet eine Erweiterung für einen Rucksack. Echt? Wow. okay, ich würde gerne... Bin ich im Verkaufen? Bin ich im... Nee, ich bin bei Kaufen, ne? Ich hätte eigentlich gedacht, ich hätte mal gerne ein paar Tränke. Aber ich... Irgendwie habe ich das Gefühl... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier... dass wir hier irgendwie ganz, ganz wenig Geld haben. Okay, ich habe hier gar nicht irgendwie alles... Achso, das sind meine alten Sachen, die ich hier noch habe, ne? Die ich ja beim letzten Mal gar nicht... die hatte ich ja noch an. So, jetzt würde ich aber gerne mal mit dir ein bisschen reden, nämlich über die Tuata. Ich weigere mich, über sie zu sprechen. Bitte respektiert meinen Wunsch. Ja, tue ich. Aber ich kann das nochmal anwählen. Ich habe euch bereits gesagt, dass ich mich zu diesem Thema nicht weiter äußern werde. Okay, du hast eine sehr schöne Stimme. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Aber vielleicht kannst du mir was über die Rote Legion erzählen? Oh, ich bezweifle, dass sie eine organisierte Gruppe sind. Wahrscheinlich ist es einfach nur irgendein verängstigter Idiot mit einem Messer. Ich habe zwar gehört, wie jemand im Dorf von der Roten Legion gesprochen hat, aber das kann unmöglich wahr sein. Und wieso kann das nicht wirklich wahr sein? Oder tust du nur so, als seist du so tough? Naja, magst du mir was über dich erzählen? Ich? Ich bin nun schon seit 5 Jahren verwitwet. Die Tuata haben mir all meine Männer genommen. Meine beiden Söhne, meinen Bruder und meinen geliebten Avery. Dieser Krieg ist ein schmutziges Geschäft. Oh nein, das tut mir furchtbar leid. Ich habe jetzt im ersten Moment, dachte ich ja, wie alle deine Männer, wie viel hattest du denn? Aber, oh, das ist ja furchtbar. Okay, ich wollte dich gerade nicht so beschimpfen. Oh Mann, ach, das tut mir jetzt aber leid. Der Kristallkrieg, magst du dann darüber? Deswegen will sie vielleicht über die Tuata nicht reden, ne? Das wird es wahrscheinlich sein, aber vielleicht über den Kristallkrieg? Die Alpha und die Tuata gehen sich inzwischen schon seit fast einem Jahrzehnt gegenseitig an die Kehlen. An den Grund dafür kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Und ich frage mich, ob diese Narren es noch können. Ja, vermutlich nicht. Das ist ja total oft so, wenn irgendwelche Parteien Krieg führen. Das ist dann über Generationen hinweg und Hauptsache Köpfe einschlagen und das wird denen schon in die Wiege gelegt. Ich könnte ja jetzt Beispiele bringen, aber wir sind ja hier in einem Spiel und wollen ja hier nicht politisch werden. So, über das Dörfchen, was kannst du mir darüber denn so erzählen? Manche nennen es das Lager der Feiglinge, weil es von jenen gegründet wurde, die sich weigerten, den Wald zu betreten. Aber kann man ihnen das wirklich vorhalten? Man sollte niemals einem Wald trauen, der flüstert. Nettie ist die Schmiedin des Dorfes und Deda kümmert sich um Tränke und Heilmittel. Und wenn ihr Lust auf ein Bier habt, findet ihr den Gasthof auf der anderen Seite des Weges. Und haltet die Augen nach der Roten Legion offen. Okay, Deda ist also unsere Frau, die wir, oder ist das ein Typ, keine Ahnung, die wir oder den wir brauchen werden, damit wir uns wieder ein paar Tränke zulegen können. Ja, erzähl mir doch mal was über die Feien. Die Feien sind Geschöpfe der Natur, magisch und fremdartig. Und sie sind uns Sterblichen gegenüber nicht sonderlich entgegenkommend. Sie sehen uns als Tiere oder schlimmer noch, als Ungeziefer. Am besten haltet ihr euch von dem östlichen Wald fern. Ich habe dort Dinge gesehen, die ihr euch nicht einmal vorstellen könnt. Der Weg ist dunkel und gefährlich und die Reise nach Didenhill ist weit. Okay, wir müssen also definitiv in den östlichen Wald. So viel kann ich schon mal verraten. Ja, Didenhill, was hat es denn damit auf sich? Ihr findet es an einem kleinen See nahe der östlichen Straße. Verglichen mit Gorhard könnte man Didenhill beinahe als Stadt bezeichnen. Das hört sich so an, als ob du ganz begeistert davon bist irgendwie. Naja, erstmal vielen Dank für den netten Schwatz. Kommt bald mal wieder. Ja, werde ich machen. Bist du meine neue beste Freundin? Gut, ach hier, guck mal, diese ganzen, was sind das? Teppiche? Weil das sieht so aus eigentlich wie das, was hier auf dem Boden liegt. Kann ich mir hier auch irgendwie was Schönes einrichten? Kann ich das jetzt hier eigentlich kaputt machen? Oder kriege ich dann Ärger? Nö. Okay, kann ich hier... Das kann man komischerweise, ne? Auch ein bisschen merkwürdig. Diese verdammte Rote Legion. Oh, da ist aber jemand pissig. Bist du das? Wahrscheinlich, ne? Schmiede nutzen. In Schmieden kannst du mit Hilfe des Talents Schmiedekunst eigene Waffen und Rüstungen herstellen. Stelle deine eigenen Waffen und Rüstungen her. Ui.
Jeder Ausrüstungstyp zeigt an, welche Komponenten für seine Herstellung erforderlich sind. Komponenten, die du bei dir trägst, werden grün hervorgehoben. Ah ja. Kann ich mir hier alles herstellen, was ich möchte? Ah ja, Dolche gehen also auch. Okay. Ja. Kann ich jetzt nicht herstellen, ne? Nee. Um diesen Gegenstand herstellen zu können, benötigst du die Hauptkomponente Dolch sowie zusätzlich die Komponente Heft. Ja, das macht Sinn. Okay, ich kann auch was zerlegen. Hier werden sämtliche Waffen und Rüstungsteile in deinem Inventar angezeigt, die du derzeit nicht ausgerüstet hast. Wähle einen Gegenstand aus und drücke A, um ihn in einzelne Komponenten zu zerlegen. Ja, das hier sind unsere alten Sachen, ne? Ich zerleg das mal. Gut gemacht. Zerlegte Komponenten kannst du verwenden, um deine eigene Ausrüstung herzustellen. Magische Waffen und Rüstungen hinterlassen bessere Komponenten, wenn sie zerlegt werden. Das habe ich mir fast gedacht. So, das kam jetzt wahrscheinlich dabei raus, ne? So. Keine Gegenstände zerlegt. Okay, das ging wahrscheinlich in die Hose. Ja, ihr könnt mir ja auch mal mitteilen, ob es sinnvoll ist, die Sachen zu zerlegen oder ob ihr sagt, also beziehungsweise ob es ja nützlich ist, die Sachen zu zerlegen, um dann wieder neue Sachen herzustellen. Oder sagt ihr gleich, nee, Sachen, die man findet oder kaufen kann, sind sowieso besser als den Kram, den man schmieden kann. Dann werde ich mich wahrscheinlich gar nicht weiter damit großartig auseinandersetzen. So, hier geht es noch nach oben. Das ist richtig cool hier irgendwie gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir gut. So, oh, ein schniekes Zimmerchen. Kann ich hier auch pennen? Nee, das geht offenbar nicht. Plündern Schrank. So. Ja, das sieht ja jetzt keiner. Ist ja keiner da, oder? Nehme ich mir mal alles. So. Was haben wir da hinten? Können wir hier auch noch was plündern? Nee, aber hier. Das nehmen wir alles mal mit. Ein Tagebuch sogar, okay. Ich weiß zwar nicht... Ist das das Tagebuch von ihr? Von der Dingensbummens da? Von der Händlerin? Nein! Ein einfaches, in Leder gebundenes Tagebuch aus dem Schrank in Rika Egestes Schlafgemach. Das Tagebuch von Rika Egest. 15. Tag des Frühlings. Bruder Mason hat mich ermutigt, ein Tagebuch zu führen, damit ich die Geister austreiben kann, die mich plagen. Er sagt, wenn man seinen Gedanken niederschreibt, befreit man sich von ihnen und kann Frieden finden, wenn man seine Gedanken niederschreibt, so. Ich glaube nicht, dass es helfen wird, wenn es wirklich Hilfe ist, die ich brauche. Doch ich werde mein Bestes tun, wenn auch nur, um ihn zufriedenzustellen. Es ist schwer, jemanden zu verlieren und noch in seinen Erinnerungen zu tragen, in seinem Kopf. Er verweilt dort. Man spürt seine Anwesenheit, obwohl er nicht länger ist. Es ist traurig. Natürlich, Rika. Was? Es ist traurig. Natürlich, Rika. Doch es ist eine Trauer, die alles umfasst. Ich habe heute Giselle beobachtet, wie sie dort steht und auf Camdens Rückkehr wartet, wo wir doch alle wissen, dass er nicht wiederkehren wird. Ich kenne ihre Gedanken. Es ist anders, wenn man nur von seiner Liebe getrennt ist. Es ist anders, wenn man nur von seiner Liebe getrennt ist. Ach Gottchen, nee. Man kann seinen Tag wie gewöhnlich leben und manchmal ist man einfach von seiner Abwesenheit überwältigt. Manchmal will man ihn einfach spüren, etwas Greifbares, und man tut, was man kann, um sich in Geduld zu üben. Bruder Mason sagt oft, dass Mitaru den Geduldigen die größte Belohnungen gewährt, doch es ist schwer, so schwer, und möge Mitaru sie leiten, wenn sie endlich die Wahrheit erkennt. Dann wird sie eine Trauer kennenlernen, die nicht als Fremder zu Besuch kommt, sondern als ungebetener Bettgefährte, als neuer Schatten, als Schimmel am eigenen Willen, als Leichentuch über dem eigenen Leben. Hey, hey, hey. 23. Tag des Frühlings. Heute glaube ich, Kinderstimmen am Strand zu hören. Ich weiß nun, was es war, doch vorhin erkannte ich es nicht. Kannte ich es doch auch nur als den Klang spielender Kinder. Nein, es waren nur die Geister meiner Kinder, die nach ihrer Mutter rufen. An diesem vergessenen Ort gibt es natürlich keine anderen Kinder. Gorhard fühlt sich so öde an wie ein leeres Zimmer. Es ist leblos hier, trotz der Magie und Wunder der Feinden, selbst die Bürger wirken leblos. Sie trotten mit melancholischer Resignation ihrem Untergang entgegen. Sie alle verstecken sich vor etwas oder jemanden oder fliehen etwas vor etwas oder jemandem. Sie sind müde, sie warten darauf, dass Mitaru ihren sinnlosen Schritten ein Ende bereitet. Es ist ein seltsames Gefühl, die Trauer so genau zu kennen.
das ist anstrengend. Es ist ein seltsames Gefühl, die Trauer so genau zu kennen wie ich und sie in den Augen so vieler zu sehen. Selbst Bruder Mason, der lebendigste Schatten unserer einsamen Stadt, verbirgt Schmerzen in sich. Doch so sehr er sich bemüht, ich habe sie oft gesehen. Er ist genau wie wir alle ein Spielzeug des grausamen Schicksals. Er spricht nicht mit mir darüber. Ich fürchte, er wird ihn verzehren und er kann uns allen hier nicht länger die Freude und die Leidenschaft bringen, die wir so dringend brauchen. Er wird nur eine rastlose Seele von vielen sein. Ich frage mich, okay, nur noch eine Seite. 25. Tag des Frühlings. Ost-Odura ist wieder hier und wieder werde ich an den Krieg erinnert. Hat er mir nicht schon genug genommen? Muss er mir noch ein bisschen Trost nehmen, das ich in diesem verlorenen Dorf finde? Muss er mir noch das bisschen Trost nehmen, das ich in diesem verlorenen Dorf finde? Ich würde ihn zu gerne aus der Stadt jagen. Vielleicht tue ich es, wenn er meine Geduld auf die Probe stellt. Ich würde Gisela, einen Gefallen tun. Wie wagt er es, hierher zu kommen nach all dem Ärger, den dieser Krieg verursacht hat? Ich begreife es nicht. Eines Tages wird wohl der Krieg selbst an meine Tür klopfen. Vielleicht wird er dann mein Leben fordern, anstatt das Leben derer, die ich liebe. Bruder Mason würde es nicht gerne hören wollen, doch manchmal wünsche ich es mir, und wer tut das nicht? Avery und Graf wiederzusehen, meine Söhne wieder in den Arm zu halten. Besser der Betrauerte zu sein als der Trauernde. Ja. Das kann ich durchaus ein wenig nachvollziehen. Das war jetzt wirklich ein bisschen viel Vorgelese und so weiter und so fort. Ich muss mal gucken, ob ich das schaffe mit diesem Skip-Button einbauen. Dann könnt ihr euch das zukünftig sparen. Also zumindest die Leute, die das alles nicht lesen wollen oder hören wollen vielmehr. So, jetzt haben wir ja hier noch diese beiden Grazien. Ich rede erstmal mit der hier. Seid ihr wegen einer Waffe hier? Ihr wollt euch in diesem lächerlichen Krieg vermutlich die Gunst irgendeines Lords sichern, richtig? Nö, eigentlich nicht. Reparieren kann ich hier. Ja, das, das brauchen wir nicht reparieren. So, wegen einem Schadenspunkt nicht wirklich. So, Waffenschmied, bist du hier der Waffenschmied, die Waffenschmiedin? Bei meiner Erziehung stand die Kenntnis der Waffen immer an erster Stelle. Ihr werdet nicht vielen Frauen begegnen, die schon Pfeile befiedern konnten, bevor sie sprechen lernten. Na, das ist doch schön. Erzähl mir mal was über die Tuata, falls du denn über sie reden magst. Ich habe gehört, ihre Krieger sterben ebenso leicht wie alle anderen. Allerdings bleiben sie nicht tot. Und das kann in einem Krieg ein gewaltiges Problem sein. Wohl wahr. Und was ist mit euch? Erzähl mir doch mal etwas. Ich hatte vor, den Alpha mein Schwert anzudienen, um gegen diese verfluchten Tuata zu kämpfen. Mein Helm war blank poliert und mein Schwert tödlich scharf. Doch dann sah ich die Karren, die nach Westen zogen. Sie waren beladen mit den Leichen der Gefallenen, auch aus Melsentia. Danach war mein Kampfgeist erloschen. Für immer. Okay, aber immerhin bietest du ja hier deine Dienste an. Das ist ja schon mal was. Melsentia. Erzähl mir von dem, von dem Ort, von der Stadt, was auch immer. Es ist eine Festung der Alpha im Osten. Und wenn man den Berichten von der Front glauben kann, ist Melsentia alles, was noch zwischen den Tuata und uns steht. Okay, das klingt nicht wirklich gut. Der Kristallkrieg, was wisst ihr darüber? Wir hier in Gorhard sind weit von der Front entfernt. Und genauso wollen wir es auch haben. Unsere Herzen mögen bei den Alpha sein, aber unsere Körper bleiben hier auf der anderen Seite Dalentarts in Sicherheit. Wir haben schon genügend Tote gesehen. Die Wahrheit ist, dass wir hier ebenso viele Friedhöfe wie Siedlungen haben. Oh je. Dann erzähl mir mal was über die Feinen. Die Feinen sind eins mit diesem Land, so wie es kein Sterblicher je sein könnte. Sie sind wahre Geschöpfe der Magie. Verlasst das Dorf und geht 50 Schritte in irgendeine Richtung und schon werdet ihr auf einen Feind stoßen. Und dann solltet ihr beten, dass er euch wohlgesinnt ist. Okay, ja, die scheinen ja wirklich nicht alle viel von diesen Feinden zu halten, ne? Dalentarth, erzählt mir darüber. Seht euch um. Das hier sind nicht einfach nur Wälder. Es ist das Herz der Feienlande. Sobald ihr den Wald betretet, werdet ihr ihn erst wieder verlassen, wenn ihr die Ebenen erreicht. Okay, und die Alpha? Sie sind unangenehme Geschöpfe, diese Alpha.
Ich bin mir sicher, dieser Krieg ist nur zustande gekommen, weil sie sich in die Angelegenheiten anderer eingemischt haben. Ja, so ist es ja meistens. Bis dann. Ja, auf Wiedersehen. Ich habe eigentlich gedacht, du kannst mir jetzt noch ein bisschen mehr helfen, aber gut, das Schwätzen hat ja schon mal ein bisschen was gebracht. So, hallo, Wache. Habt ihr den Kriegsgeweihten im Gasthof gesehen? Nein. Ich frage mich, ob er wohl auf der Suche nach neuen Söldlingen ist. Vielleicht sollte ich mich freiwillig melden. Ich hatte eigentlich vor, in dieser nahegelegenen Erati-Ruine in Agnur Farhal nach Schätzen zu suchen. Aber es heißt, dort soll es von bösen Geistern nur so wimmeln. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich zum letzten Mal geschlafen habe. Wegen der Roten Legion müssen wir ständig wachsam sein. Wir lassen den Wald nie aus den Augen. Habt ihr den Kriegsgeweihten im Gasthof gesehen? Nee, habe ich nicht, immer noch nicht. Okay, die sind hier echt alle so ein bisschen feige, ne? Da geht mir schon die Stimme flöten. Habe ich so das Gefühl, weil hier irgendwas geredet wird von irgendwelchen Geistern, gehen die nicht in den Wald und hier und da. Also das ist schon alles ziemlich merkwürdig. Oder das ist einfach ein ziemlich abergläubisches Völkchen. Haben wir das ja noch nicht auseinandergenommen? Oder haben wir das schon getan und es ist nur wiedergekommen? Fragen über Fragen. So, dann gehen wir mal, hoppla, dann gehen wir mal hier hinein, wenn es geht. Alchemie des goldenen Zeitalters. Okay. Benehmt euch. Ja, das ist mal eine sehr nette Begrüßung. Es ist nicht meine Aufgabe, die Feien zu beschützen. Wie oft muss ich das Herk denn noch sagen? Ich traue diesen Brüdern in St. Odwig nicht. Was verbergen sie nur hinter diesen steinernen Mauern? Ich glaube nicht, was so erzählt wird. Nana Hanri hat nie im Turm von Alistar gearbeitet. Sie versucht nur, den Leuten Angst zu machen. Ich traue diesen Brüdern in St. Odwig nicht. Okay, ja, du hast offensichtlich keinen Bock mehr mit mir zu reden. Du stehst ja gleich auf. So, da haben wir einen kleinen Gnomen. Offenbar einen kleinen Gnomen. Doppelt gemoppelt hält besser. Aber ich gehe erstmal hier unten gucken. Aha, okay. Das sieht ja hier alles ein bisschen merkwürdig aus, ehrlich gesagt. So, kann man hier irgendwas mitnehmen? Nein, anscheinend nicht. So, da wird offenbar irgendwas gezüchtet oder so, keine Ahnung. Ah, Alchemielabor. Dieser Labortisch erlaubt es dir, mit Hilfe des Talents Alchemie eigene Tränke herzustellen. Ja. Ach du meine Güte. Neuling, geübter Meister oder alle. Ja, wir haben einfach mal nichts, würde ich sagen. Auch nicht schlecht. So, experimentieren, cool. Dieser Bildschirm zeigt dir alle Reagenzien in deinem Inventar an und ermöglicht es dir, sie miteinander zu vermischen. Experimentiere mit ihnen, um neue Rezepturen freizuschalten. Ach so, dann kann ich jetzt hier sagen, ich möchte das da reinlegen und das. Drücke nach Auswahl der Reagenzien X, um sie miteinander zu vermischen. Okay, das machen wir. Mal gucken, ob da irgendwas bei rauskommt. Aus den Reagenzien konnte kein Trank hergestellt werden. Das war ja fast klar. So, dann können wir hier mal probieren, das hier mit dem. Nö, ich probiere jetzt einfach mal rum, weil, einfacher Mana-Trank. Ein Trank, der verlorenes Mana wiederherstellt, kann am Labortisch mit den folgenden Reagenzien gemischt werden. Weichkrabbelpulver und Glutaugen. Cool, sehr schön. Schmeißen wir mal das hier rein und das hier rein. Da ist nichts draus geworden. Und das hier auch nicht. vielleicht das hier und das hier auch nicht. Okay, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, das mit dem. Einfacher Fleischesser. Ein Trank, der es dir ermöglicht, vorübergehend Leben von deinen Feinden zu absorbieren, kann am Labortisch mit folgenden Reagenzien gemischt werden. Schwarzer Kohosch und Egelholzborke. Okay, haben wir das jetzt auch irgendwie hier drinne? Ach ja, cool. Okay. Ja, hat sich doch auf jeden Fall mal gelohnt. Erfolg freigeschaltet, es ist nicht explodiert. Oh, hätte das tatsächlich auch passieren können? Ach, genial. So. Hier können wir eine Kiste aufmachen. Werde ich auch probieren, weil wir ja hier offensichtlich unbeobachtet sind. Ach, verdammt, ey. Diese blöden Dietriche, die immer gleich kaputt gehen. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Okay, so, das nehmen wir alles mit. Und wurden offensichtlich nicht erwischt. So, auch das. So, da hinten können wir nicht ran, okay. So, oh nein.
wer macht denn sowas Widerliches hier? Solche ekelhaften, blöden Tierversuche irgendwie? Bah. Oh, da werden wir offenbar erwischt, weil das ist ja hier bei 99%. Das lasse ich mal lieber, auch wenn ich den Heiltrank echt gerne hätte. Aber weil der hier runtergekommen ist, ist das der von oben? Eine Feier in Gorhard. Das ist einfach nicht richtig. Haltet euch von den Ruinen von Agnur Fahal fern. Es heißt, in ihren dunklen Gängen lebten die Geister der Errati. Ich gehe niemals auch nur in die Nähe dieses Ortes. Es ist nicht meine Aufgabe, die Feinde zu beschützen. Wie oft muss ich das Hack denn noch sagen? Boah, okay, die wandern hier also auch rum. Das ist auch gut zu wissen. Boah, um Gottes Willen, ey, da hätte der uns gerade beinahe erwischt. Aber wenn der jetzt wieder weg ist, dann kann ich mich ja jetzt dran bedienen, oder? Ey, das ist ja mal genial gemacht, muss ich ja echt sagen. Da bin ich ja jetzt echt wirklich ziemlich begeistert davon, dass das hier auch so ein bisschen lebendig halt einfach ist, dass die Wachen hier auch tatsächlich durch die Gegend laufen und dass man dann auch erwischt werden kann. Die Rote Legion ist in der Nähe. Dass man da ein bisschen halt aufpassen sollte. Ah, das finde ich aber cool gemacht. Ah, okay, jetzt sind wir ganz oben. So. Das nehmen wir schnell mit, bevor der Guteste auch noch hier oben hinkommt. So. Feuerchen, können wir da irgendwas machen? Nein, können wir nicht. Okay, dann können wir wieder eine Ebene weiter runter und hier muss doch irgendwo der Gnom sein, ne? So. Der kleine Gnom. Was soll ich nur tun? Oh, ich dachte gerade, der oder die, ist das eine Frau? Die hat sich gerade ziemlich weiblich angehört. Wo bist du denn? Ach, da. Oh, du bist eine Frau, ne? Das tut mir leid. Du bist eine Gnomenfrau. Hallo. Ihr da. Ist euch übel? Juckt etwas? Läuft euch Blut aus den Augenhöhlen? Ich habe diese Symptome überall bemerkt. Nein, schlimmer kann es nicht werden. Wenn die Rote Legion damit zu tun hat, blicken wir möglicherweise alle dem Tod ins Gesicht. Was habe ich getan? Du hast eine sehr bekannte Synchronstimme. Das finde ich voll toll. So, ich kann bei dir einkaufen. Und zwar Heiltränke. Boah, die sind aber teuer. Was? Ein einziger kostet so viel? Ach, du meine Güte, ey. Ach, hier gibt's. Nee, was? 10 Stück? Aber da weiß ich ja gar nicht, wie viel die heilen. Reichen einfache Heiltränke? Soll ich hier mal so ein 10er-Paket kaufen? Wie viel möchtest du kaufen? 10 Stück eigentlich. Ach so, ich kann nur 10 bei mir tragen vielleicht. Und hab noch 3 und kann deswegen nur 7 kaufen? Fragezeichen. Ich mach's einfach. Oh, verdammt. Kostete einer 181 Gold? Ich dachte, die 10 Stück kosten so viel. Ach, die hat 10 Stück. Okay. Also, ihr könnt mir mal bitte sagen, ob ich den ganzen Quatsch jetzt hier verkaufen kann. Wahrscheinlich kann ich den verkaufen, oder? Weil ich meine, ich trage ihn ja nicht. Aber ich bin mich gerade so total unsicher, weil ich ja noch nicht auf euch gewartet habe, was ihr mir so geschrieben habt. Und ich möchte immer weiter aufnehmen und immer weiter aufnehmen. Ach Mann, Verschiedenes. Komm, ich kann doch hier bestimmt irgendwas verkaufen, von dem ich... Ach, egal. Lassen wir das erstmal. Wir fragen uns erstmal hier durch. Die Tuata, was wisst ihr über die? Sie sind die unsterblichen, verdorbenen Wurzeln. Ihre Existenz ist eine Abartigkeit. Alles in Amalur existiert aus einem bestimmten Grund. Bis auf die Tuata. Sie sollte es nicht geben. Wir sind ja auch dabei, die gerade auszurotten. Die Rote Legion, was haltet ihr von denen? Sie sind Banditen. Unbarmherzig und gut organisiert. Die Rote Legion macht enorme Gewinne, indem sie Jagd auf die schutzlosen Allmeinsiedler macht, die nach Osten reisen. Früher hatten sich diese Verbrecher auf die Küste beschränkt, doch vor kurzem sind sie ins Landesinnere vorgedrungen, um dem Krieg aus dem Weg zu gehen. Und jetzt sind sie unser Problem. Okay. Und was ist mit euch? Erzählt mir etwas über euch, Nanne Hanri. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Mein Name ist Nanne Hanri und ich bin die ehemalige Oberalchemistin von Alistar. Aber ihr wisst vermutlich nicht einmal, was das ist, oder? Als mir die Schularen im Turm befahlen, das Gelände zu verlassen, habe ich hier Zuflucht gesucht. Die Allmeinen bleiben gerne unter sich und kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten. Genau wie ich. Okay, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Geht mir ähnlich. Ich frage mich gerade, man konnte keinen Gnomen erstellen am Anfang, ne? Eigentlich ziemlich schade. Ja, der Kristallkrieg. Ich habe schon viele Kämpfe erlebt, doch noch keinen, in dem das Schicksal so vieler auf dem Spiel stand. Es geht den Tuata nicht einfach nur um den Sieg. Sie wollen die absolute Herrschaft und werden alles tun, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Aber wieso? Experimente, Ich habe mich jahrelang mit Alchemie, Heilung, Wahrsagen und Umwandlungen beschäftigt.
Doch jetzt, wo uns dieser Krieg bedroht, erscheint mir das alles unwichtig. Nun verbringe ich meine schlaflosen Nächte damit, nach einer Formel zu suchen, die derartige Auseinandersetzungen für alle Zeiten beendet. Wisst ihr, was ich voll cool finde, wenn man in so einer Sequenz hier ist, wie jetzt gerade, dass die Charaktere dann auch zu einem runter bzw. zu einem raufschauen. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht. So, alles da. Erzähl mir mal davon. Habt ihr ihn denn nicht gesehen? Den düsteren Turm im Westen? Vermeidet seine Schatten, wenn ihr könnt. Denn das, was in alles da vor sich geht, bedeutet für niemanden etwas Gutes. Und ich muss es wissen. Na gut, also von welchen Symptomen hast du eigentlich vorhin gesprochen? Warum stellt ihr Fragen, deren Antworten ihr ohnehin nicht verstehen würdet? Eure Stärke liegt eindeutig nicht im Geist, sondern im Führen einer Waffe. Wenn ihr es denn wissen müsst. Es wurde etwas Wertvolles gestohlen. Eine alchemistische Formel, die bei Freisetzung zu unsagbarer Vernichtung führen würde. Ich sehe ihre Symptome überall. Nur mein Schüler Kart und ich wussten von meiner Arbeit an der Formel, aber er ist ebenfalls verschwunden. Na, entweder er ist mit dieser Formel verschwunden oder aber er wurde irgendwie entführt. Was ist die Formel? Wer war euer Lehrling? Wir fragen mal nach dem Lehrling. Sein Name war Kart Hilfred. Eines Morgens fand ich ihn vor der Tür bei den Glutaugen. Ich war beeindruckt, wie gut er mit Pflanzen umgehen konnte. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so wissbegierig war. Okay. Lebt er jetzt noch oder nicht? Also ist er verschwunden oder ist er tot? Ist mir noch nicht so ganz bewusst. Okay, was ist mit der Formel? Es war eine frühe Version, instabil und potenziell sehr gefährlich. Ich möchte eine Waffe entwickeln, mit der die Alpha gegen unseren gemeinsamen Feind, die Tuata, vorgehen können. Mehr kann ich nicht sagen, sonst verrate ich meine Geheimnisse. Nur so viel. Es hat etwas mit Verletzungen, Kröpfen und jeder Menge Eiter zu tun. Na lecker. Ich werde euch auf jeden Fall helfen. Das klingt nämlich ziemlich vielversprechend. Und vielleicht bekomme ich ja auch was von dieser tollen Waffe ab. So viel Entgegenkommen verdiene ich gar nicht nach allem, was ich getan habe. Wenn es in Odara zur Katastrophe kommt, ist es meine Schuld. Ich bin nicht sicher, wohin Kart gegangen ist. Aber ich weiß, dass er vor der Zeit bei mir in den alten Kammern von Agnur-Fahal gelebt hat, einer Erati-Ruine östlich von Gorhad. Sobald ihr Kart in Sicherheit gebracht habt, müsst ihr herausfinden, was mit meiner Formel geschehen ist. Und dann zerstört sie. Das ist unsere einzige Rettung. Boah, ey, das ist aber auch alles hier irgendwie ganz schön viele Namen, ne? Ich weiß überhaupt nicht, ob das Städte sind oder Leute oder was auch immer. Das ist für mich alles noch so ein bisschen undurchsichtig, aber okay. Kart, ja. Erzähl mir nochmal ein bisschen was von dem. Ich fürchte um sein Leben. Kart besitzt eine Begabung, wie ich sie bislang nur bei wenigen gesehen habe. Wenn ihn die Rote Legion in ihrer Gewalt hat, weiß niemand, was sie mit ihm anstellen wird. Oh Mann. Agnur-Fahal. Was war das jetzt schon wieder? War das ein Typ oder war das irgendeine Ortschaft? Die Dorfbewohner denken, es würde dort spuken. Aber ich habe das Gefühl, das ist nur eine List der Roten Legion. Sie wollen diese Leute so lange einschüchtern, bis sie sich unterwerfen. Und es funktioniert. Ja, offensichtlich. Ja, wo ist Kart denn überhaupt? Er hat immer von der Zeit erzählt, als er in den verlassenen Hallen von Agnur-Fahal, der Erati-Ruine, lebte. Man sagt, es soll dort spuken. Aber die Leute sagen vieles. Okay, meine Liebe, dann verabschiede ich mich erstmal von dir. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Schön, euch zu sehen. Ach, du schon wieder. Ach, geil. Okay, da haben wir das mit der Feier, genau. Und hier haben wir das Anleitung zum Ärger. Nannes Lehrling finden. Die gefährliche Geheimformel von Alchemistin Nanne Handri wurde gestohlen und ihr Lehrling Kart ist ebenfalls verschwunden. Nanne glaubt, dass Kart sich in Agnur-Fahal versteckt hält, einer Erati-Ruine südöstlich des Dorfes Gorhad. Okay, jetzt ist die Frage, was machen wir denn zuerst? Ich würde sagen, wir lassen erstmal das mit dem Brückenbauen aktiv. Wir haben ja wahrscheinlich noch 3 Millionen andere Quests irgendwie offen, die wir jetzt noch annehmen können, oder? Nee, ich sehe jetzt hier erstmal nichts weiter. So, da hinten waren wir drinne. Na, so, hier waren wir drinne und da haben wir wieder Kisten, die wir zerstören können. Und so. Ja, ist ja gut. Hier drinne haben wir ja jetzt nichts mehr, ne? Dankeschön, meine guteste, Dankeschön. So. Jetzt, Hallo?
Was haben wir hier? Was ist hier? Kann ich mir hier angucken, was hier ist? Achso, das wird wahrscheinlich der Gasthof sein. Okay, dann gehen wir da mal rein. Mal gucken. Gasthöfe sind eigentlich auch immer ganz cool. Yeah. Ich wollte gerade sagen, da gibt es bestimmt auch mindestens eine Aufgabe. Oh, das sieht ja aber ziemlich spärlich aus, ne? Also, ich hätte jetzt gedacht, hier sind viel mehr Tische und so weiter. Da hinten spielt jemand Musik. Oh, wie schön. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dir nicht meine komischen Klingen hier irgendwo reinrammen. Kann ich mit denen reden? Haltet euch von Didenhil fern. Die Blutpest breitet sich aus. Ich wünschte, das Dorf läge weiter von Agnur Farhall entfernt. Ihr wisst, dass es dort spukt, oder? Guck mal, die Frau kann Flöte spielen und gleichzeitig reden. Das ist natürlich doof, ne? Männer glauben ja immer, sie könnten einem das Maul dann stopfen, aber das klappt bei der guten Frau anscheinend nicht. Entschuldigung. Wie gut, dass das Spiel FSK 18 ist. Wenn ihr einen Wissensstein seht, berührt ihn. Ihr werdet es nicht bereuen. Sie sind unglaublich. Herg Atwold ist zu großzügig. Was haben die Feien denn je für uns getan? Oh, wenn ich dieser Schwester Zelda auch nur eine Minute länger zuhören muss. Aha, Zelda ist also auch hier, alles klar. Oh, wenn ich dieser Schwester Zelda auch nur eine Minute länger zuhören muss. Was stöhnst denn eigentlich so lustvoll? Hallöchen. Vor dem Krieg war Gorhard noch deutlich größer. Ein Glück, dass der Krieg so weit von hier entfernt ist. Du, ich glaube, so weit ist er gar nicht mehr entfernt. Haltet euch nach der Abenddämmerung von der alten Erati-Ruine fern. Sie wird von den Geistern der Kriegsopfer bewacht. Habe ich zumindest gehört. Na, was ihr immer so alles hört, das ist wirklich sehr beruhigend. Wir haben auf dem Friedhof oben auf dem Hügel schon so viele begraben. Aber eines Tages wird es auch wieder gute Nachrichten geben, die wir feiern können. Eines Tages. Oh ja, und du wirst mein Bade sein, der mir ein Heldenlied singt. Ihr solltet euch mit Arnik Aduna unterhalten, wenn ihr es nicht schon getan habt. Er ist ein freundlicher Kerl. Ganz anders als die meisten Alfar. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich mit dem schon geredet habe, weil ich mir die Namen überhaupt nicht merken kann. Aber wir haben bisher nur mit einem Kerl gesprochen. Melsengshir wird niemals fallen. Gebt Gisela Bescheid, wenn ihr ihren Gemahl seht. Haltet euch nach der Abenddämmerung von der okay. alten Erati-Ruine Gisela. Hat er jetzt gerade gesagt, oder? Ihr Lieben, ich würde sagen, wir gucken uns... Ja, ist okay. Halt den Rand, sonst stopfe ich dir die Flöte. Nein, okay, also, ich würde sagen, wir gucken uns hier beim nächsten Mal ein bisschen genauer um, ihr Lieben. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.